einsam und ruhig. So konnten wir unseren Tag auf dem Schlafplatz ganz in der Nähe von Tevedens Nationalpark beginnen. Der große Kiesparkplatz ist gut über einen befestigten Waldweg zu erreichen und bietet genug Platz für mehrere Fahrzeuge. Wir hatten dieses schöne Stück Natur jedoch ganz für uns allein. Nur ein kurzer Weg vom Parkplatz aus und man erreicht die Feuerstelle mit Schutzhütte, von der aus man seinen Blick ganz entspannt über den kleinen Waldsee streifen lassen kann. Neben dem kleinen Angelsteg bietet dieser Stellplatz auch Mülleimer zum Entsorgen seiner Altlasten. Von unserem Schlafplatz aus fuhren wir gerade mal 10 Minuten bis zum Haupteingang des Nationalparks. Schon die Fahrt bot einen kleinen Einblick in die Natur der Umgebung, denn sie führte durch den Stickmannspasset. Die Schlucht säumt die Straße, die zum Nationalpark führt, auf beiden Seiten mit großen Felsblöcken. Der Haupteingang von Tevede ist wirklich sehr besucherfreundlich gestaltet und bietet alles, was das Herz begehrt. Und so findet man neben dem großzügigen Wohnmobilparkplatz auch öffentliche Toiletten, Grillplätze und genügend Infomaterial. Allgemein ist der komplette Nationalpark super beschildert, was ein sich Verlaufen sicher unmöglich macht. Unser Wanderguide durch den Nationalpark sollte, wie fast immer, unser Hobby, das Geocachen sein. Denn neben den vielen Naturwundern schmückt den Nationalpark auch eine 12-teilige Trali-Runde. Sie führt 6 Kilometer über die perfekt beschilderten Wanderwege an vielen Highlights des Parks vorbei. Und so folgten wir den Wegen, mal über Holzplanken, mal über Felsblöcke hinweg. Aber immer mit offenen Augen für die kleinen Zauber der Natur. Über Stock und Stein führte uns unser Weg sogar ins Tal der Trolle.
Grün, Grau, Blau und Schwarz sind die Farben Tibetens. Grün, wie der moosige Waldteppich. Grau, wie die glatt geschliffenen Felsen. Blau, für die vielen Seen und Waldseen. Schwarz, für den verkohlten Boden nach einem Waldbrand. Der Nationalpark Tibeten ist der schwer zugängliche Kern des meilenweiten, sagenumwobenen Tibetenwaldes. So zum Beispiel auch die Sage vom Junker Jägaresteen, einem riesigen Findling, zu dem wir auch noch einen Abstecher gemacht haben. Der Stein hat seinen Namen von einer dramatischen Sage bekommen, in der ein junger Mann, Junker Jägare, seine Geliebte verlor. Uns hat am Tibeten-Nationalpark vor allem auch die Landschaftsvielfalt fasziniert. Eben noch im Altwald befand man sich auf einmal an einem Strand mit feinstem Sand. Hier befindet sich auch der nördlichste Eingang des Nationalparks. Neben einigen interessanten Infotafeln hatten wir vor allem großen Spaß an der Soundstation, die Stimmen der Waldbewohner ertönen ließ. Der weiche Badestrand bei Witsand entstand dadurch, dass das Schmelzwasser des Gletschereises der letzten Eiszeit feinen Kies und Sand mit sich nahm. Der Rückweg zu unserem Parkplatz führte uns nochmal hoch auf die felsige Landschaft des Parks und ließ uns die ein oder andere schöne Aussicht über den Stora Trehörningen, den größten See des Nationalparks, genießen. Wieder bei unserem treuen Gefährt Spirit angekommen, fingen wir noch für euch die letzten Bilder des großzügigen Parkplatzes ein und fuhren dann glücklich über die vielen tollen Eindrücke in unser nächstes Abenteuer weiter.